Wooden wartete auf den Stufen des alten Gebäudes auf mich. Mr. Payne, gehen wir hinein. Die anderen können nicht erwarten, anzufangen. Die anderen? Entgegen der gängigen Fehlinformation ist dieses Gebäude tatsächlich 2 Jahre älter als das Rathaus und damit das älteste noch in Gebrauch stehende städtische Gebäude hier am Fuße der Brooklyn Bridge. Was Sie nicht sagen. Der alte Mann führte mich durch eine dunkle, gewölbte Halle. Die Antworten, die ich suchte, zeichneten sich weit im Voraus ab. Mr. Payne, ich möchte Ihnen meine Mitarbeiter des, wie wir es nennen, inneren Kreises vorstellen. Sie haben wohl zu oft Akte X gesehen. Sie kennen die Akten über das Projekt Valhalla. Wir können die Lücken schließen und Sie mit den fehlenden Informationen versorgen. Wir waren alle an der Anfangsphase des Projekts während des Golfkriegs beteiligt. Kommen Sie auf den Punkt. Wir würden diese Sache gerne an die große Glocke hängen und sind jedoch die Hände gebunden. Ihr Name ist Nicole Horn. Sie war die Schlüsselfigur für das Projekt Valhalla. Als die Unterstützung gekürzt wurde, weigerte sie sich einfach aufzuhören. Sie wusste genau, was sie in ihren Händen hielt. Nicole Horn ist die Präsidentin der Acer Corporation. Sie kontrolliert mehr als die Hälfte der Stadt. Dies muss jedoch geheim bleiben. Wenn Sie damit an die Öffentlichkeit gehen, werden wir jegliche Kenntnis abstreiten. Wir wollen, dass Sie sie hochgehen lassen. Anschließend können wir Sie beschützen und dafür sorgen, dass die Anklagen zurückgezogen werden. Das war das Stichwort für die Killer. Sie traten die Türen ein und schwärmten herein. Eine beeindruckende Vorstellung, aber ich beschloss frühzeitig den Saal zu verlassen. Ich fiel nur einen Stock und Gott sei Dank. Einer der Monitore zeigte die Überreste des Innenraums. Die sogenannte Leiche von Alfred Wooden stand auf wunderbare Weise von den Toten erwacht und blickte selbstgefällig auf die toten Kameraden. Ich hatte keine Ahnung, wie er das gedreht hatte, aber es war eine ziemlich schlaue Art, sich aus der Affäre zu ziehen. Das meiste von dem, was er gesagt hatte, passte zu gut, um dummes Zeug zu sein. Thank you.
Was antworten Sie denen, die sagen, dass er der Stadt eigentlich einen längst überfälligen Dienst erweist? Mit diesem unsinnigen Kreuzzug ist er zu weit gegangen. Er ist total außer Kontrolle. Man muss ihn aufhalten. Und wir werden ihn aufhalten. Das war Deputy Chief Jim Bravura vom New York City Police Department. Auf dem Schreibtisch lag eine Videokassette. Mit Erpressung hatte Nicole Horn den inneren Kreis zum Schweigen gebracht. Das Band kam zusammen mit einer knappen Erpressermitteilung auf teurem Papier. Ich erinnerte mich an Candy Dawn, die ihre Kunden beim Sex filmte und die Bänder an den Meistbietenden verkaufte. Ich war sicher, dass Alfred Wooden mehr zu bieten hatte als nur bizarren Sex. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Band mir noch von Nutzen sein könnte. Wooden hatte mir ein Geschenk hinterlassen. Wooden hatte meine Mission genau geplant. Die kritischen Bereiche im Hauptquartier der Acer Corporation waren auf den Plänen rot umrandet. Das Büro der Präsidentin lag im obersten Stockwerk, direkt unterhalb ihrer Penthouse-Suite. Die Aufzüge wurden von einem Sicherheitscomputer gesteuert, ein Teil des Zentralcomputers des Gebäudes. Das Ganze war hermetisch abgeschirmt wie eine Festung. Der Siegeszug der Acer Corporation ist durch nichts aufzuhalten. Kaum zu glauben, die Aktien steigen noch immer. Experten sehen eine Gefahr in dem Erfolg des Unternehmens. Einige behaupten sogar, dass die Acer Corporation ein größeres Monopol werde, als Microsoft es jemals gewesen sei. Next, the season finale of The Void. Captain's Log, Development Update 2001. After a brutal flame war, our associators were left out of alignment, and we have been forced to stop to make repairs. This can take some time. The only data our engine officer... Los! Bewegen wir uns gefahrlos. Ah!
der Waffe in der Hand. Nie davon gehört. Yo! Stehen bleiben! Hey. Yo! Ich hatte von Rache geträumt. Diese Träume waren immer Albträume, vom Näherkommen und dann Fallen. Jetzt war ich nahe dran. Ich hatte einen Namen, der mich führen konnte. Nicole Horn. Der innere Kreis hatte schon einiges vorzuweisen. Projekt Valhalla war nicht das einzige, in das der innere Kreis verwickelt war. Es gab reihenweise Schränke voller Akten. Die Geheimgesellschaft hatte eine lange Tradition. Immer hatte sie aus dem Schatten die Fäden gezogen. Es tat mir nicht unbedingt leid, dass Wodens Zug in seinem byzantinischen Kräftespiel die Mitgliedschaft auf einen einzigen reduziert hatte. Ich sollte für den alten Mann aufräumen. Es war ja auch meine Unordnung. We'll be right back.
Nein, kennst du alle. Sicher, zum Üben ist es ganz okay. Aber das, zu arbeiten, das ist das Größte. Das Geld ist astronomisch. Ich brauche Unterstützung. Kennst du alle. Sicher. Max Payne, du kannst... Ihn fertig, knallt ihn ab. Lasst uns das zu Ende bringen. Fertig, knallt ihn ab. Lasst uns das zu Ende bringen. Macht ihn fertig, knallt ihn ab. Lasst uns das zu Ende bringen.